Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to D. Wir gucken heute nach einer. Ja. Fahren wir in eine andere Richtung und suchen mal eine Farm, wo wir es kriegen können. Mais oder ja, Schweinefleisch. Oder andere nützliche Dinge. Dazu müssen wir in die Richtung fahren. Richtung. Das ist verkehrt. Und zwar nehmen wir die andere Straße. Dass wir mal hier so fahren. Ja. Wir fahren mal nach rechts ab und schauen uns mal diese Häuser an und fahren dann mal weiter. Wir brauchen irgendwas auf Dauer was zu beißen. Wir brauchen noch ein bisschen XP, ein bisschen Fertigkeitspunkte, eine Möglichkeit für Saatgutherstellung. Machen wir uns unabhängig von der Rest der Welt. Gut. Das haben wir schon mal angeschaut. So, biegen wir links ab. Oh, hier ist Blei. Ich glaube, hier war ich mal drin gewesen. Dann hat sich noch viele Beeren. Können wir mal eine Rücktür anschauen, ne? Die lassen wir auch links liegen. Mir ist mal wichtig, dass wir eine Farm kriegen, wo wir ein bisschen was zu beißen kriegen. Dann müssen wir aber im grünen Bereich bleiben, ne? Also in der Pampa, wo nichts ist, da brauchen wir nicht hinfahren, erstmal wegen Essen. So. Kann man nicht entscheiden, rechts oder links. Schau mal eine Karte. Die sagt, am besten da, wo wir noch nicht waren. Da brauchen wir in die richtige Richtung. Irgendwo was Schönes finden. Muss ja irgendwo eine Farm geben, wo wir im Prinzip was zu essen kriegen. Wir haben erst 16:29 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Jo, fahren wir da hoch. Schauen wir mal kurz in die Karte rein. Ups. Und Häuser, wo wir das kriegen können, wie Waffen, Munition. Immer gerne gesehen. Da scheint hier rechts ein lukratives Haus zu sein. Ey, sogar mit Stein. Aber keine Farm, ne? Guck mal kurz eine Karte. Aber runterrollen wollen wir nicht. Gerade gucken, gerade. Das ist ein einzelnes Haus. Okay. Gut. Das war jetzt keine. Wir gehen mal hier rein. Machen wir schussbereit. Nachladen. Gesperrt. Dann klopfen wir an.
Ein leeres Haus. Ist doch fast perfekt, ne? Ja. Schlimm. Also wir brauchen ein bisschen Schrott, heißt Messing. Ja. Kaffee ist gut. Was Essbares, auch gut. Messing, genau. Liegen wir. Musste so einen Krach machen hier. Aber das Haus ist nicht schlecht, ne? Aber ich brauche was zu beißen. Tag. Und das ist das eigentliche Problem. Ich meine, der Boden will das hergeben, sicherlich, aber... keine Munition gefunden, das ist schlimmer bei. Gut, mit Messing haben wir schon mal was gefunden. Bauen wir Leder ab. Oh, Holz nicht unbedingt. Das Bad. Hey. Im Klo bin ich vorsichtig, oder? Das ist schon mal in die Luft geflogen und von daher. XP, ne? Gut. Das Haus ist also... Ah, es geht noch mal nach oben. Leider nach oben, auf Dach. Da übersehen. So, könnte ein Geier sein oder sowas. Aufpassen.
Tja, Pustekuchen. Außer Spät ist nicht gewesen. Komm mal runter. Bevor wir hier über Schnauze fahren, ne? Also, und da ist auch nichts. Wie schade. Okay, dann fahren wir mal woanders hin. Fahren wir mal rechts lang. Fahren wir Richtung See. Grob geschätzt, ja, da so lang. Da waren Knochen. Hast du dich verlaufen? Ich kann dir nicht helfen. Ich suche noch die Stadt, die große Stadt suche ich mal noch. Immer die Uhrzeit im Blick. 18 Uhr. 20 Uhr zurück. Was wir gefunden haben, ist bisher eine Dose, glaube ich. Oh, Ei. Und weiter. Ah, und den mal erledigen hier. Bevor er mir zu nahe rückt hier. Keine Eier, aber immerhin versuchen, ne? Ah, hier vorne ist ein... Hier mit Stacheldraht. Na komm. Ups. Zwei Schuss daneben. So. So, Bären, immer Bären, ne? Zur Not gehen die auch. Für Tee. Das ist wie Wasser. Baumwolle, Fetzen, ja. Okay, klopfen wir hier mal an. Hier war der Müllbeutel nochmal. Da gibt nur Holz, das brauchen wir nicht. Da ist ein Tier im Fellenbaum. Klebern, das ist so fein. Klebern ist gut. Ist zugeschlossen.
Musst du mir so erschrecken? Eisenrohr. Schon mal da her. Diese blöden Viecher. Eine Infektion kriegt. Wir werden mal sehen, dass ich nachher Honig nehme. Oh. Erschrocken. Kommst du jetzt her? Oh Müll. Ups. Ich bin nass, das weiß ich auch. Ah, nicht schlimmes, ne? Kohle. Das ist Wasser für Holz. So. Mann, du, so schrecken du. Ei, Messing, Kornbeere, okay. Oh, mach mit. Hauptsache hat sich auch gelohnt, sieht nicht so aus. Sieht überhaupt nicht gut aus vom Lohn her. Oh, doch hat sich gelohnt. Ich habe nicht gesagt. Munition und. Schauen wir mal, hier trübes Wasser.
Bier, Honig. Soll eigentlich gut helfen, Infektion, ja. Ja, das stimmt. Ich habe eine andere Infektion, ja gut. 7. Okay, wir haben 19:39, wir fahren zurück. War die Kohle noch mit hier? Oh, Infektionen Abo behalten. Warte, geht zurück, okay. Später mal, wenn man brauchen sollte. Eher unwahrscheinlich. Da drüben. Und sie hier rumfahren. Aber das bringt heute nichts mehr. Wir müssen zurück. Gut, die Munition haben wir jetzt wieder gekriegt. Bisschen Erfolg haben wir gehabt. Okay. Nicht ganz nutzlos. Jetzt können wir auch mal anhalten hier beim Vogelnester und so. Oder sehe ich gar nicht mehr. Gar nicht gern, wenn ich sehe. Wenn wir ein paar Bären sehen, können wir anhalten. Und das mehr wie zwei oder drei sind. Stein, ne? Stein auch nicht. So, Messing, das ist gut. Mit Messing können wir auch Munition herstellen und da sind wir erstmal aus dem Schneider. Natürlich wären gefundene Munition besser, ne? Leben. Na, Dose. Oh, Vogelnest. Lass Ei drin sein. Ja, da haben wir schon mal Ei. Dann in die Kiste. So, er ist gesichert heute. Ich glaube, 3 Eier habe ich jetzt gefunden. Das ist dann immer sauber. Von allen etwas. Diese Munition und diese Munition ist gut. Muss eine alte Kiste gewesen sein. Aber gut. Wenn Antibiotika. Nebel. Gut. So lernen wir ein bisschen auf, ne? Nach und nach. Das einzige Blöde ist, dass wir hier keine nichts zu essen gefunden haben.
Also richtig Farm und sowas. Wie Mais oder Fleisch. Wo Stofffetzen auch nicht so wichtig sind, ne? Wir hätten auch Haut lassen können. Na gut. Das war's für heute, liebe Zuschauer. Das ist ganz kurz und schmerzlos. Kriegen wir nicht mehr rein. Für die heutige Folge ist auch hier mal Tschüss und Dank fürs Reinschauen. Es geht mal weiter. Tschüss.